Guten Morgen, herzlich willkommen im Chaos. Leonie räumt hier meinen Schrank aus. Hier muss ich noch aufräumen, habe ich gesehen. Leonie hat gestern gebadet. Ja, Mama ist gleich fertig. Hier muss ich auch noch putzen. Guten Morgen. Autsch, ich hab mir voll in die Gosch. So, wir machen mal hier die Rolle so. Es regnet heute. Hui, frische Luft. Wir haben schon überall aufgemacht. Hier. Oh ja. Oh, das hat geregnet. Nee, es regnet gerade nicht. Alles nass. Dann hole ich mir ein Körble und mache die Wäsche einmal rein. Das muss unbedingt gewaschen werden. Da liegen die Sachen vom Roy. Die müssen auch mit, also das Dunkle zumindest jetzt erstmal. Und dann mache ich die Zettel ab von der Badehose. Schade, dass es die Badehose nicht in Lukas seiner Größe gab. Waren schon alle weg. Gab es nur ein Pink, und Pink trägt er glaube ich nicht. Ja. Oh Gott, was macht Leonie schon wieder? Während ich mich fertig mache. Alles aus dem Schrank rausgeholt. Die ganzen Duschgläser und Shampoos. So, jetzt machst du alles wieder zurück. So, wir gehen jetzt wieder runter, ja? Auf geht's. Hast du es dir geschnappt? Ja, super. Wer kommt da? Hallo. Da liegen. Ich hole mal schnell den Wäscherkorb, das ist hier. Alles gut? Ja, Abi. Gehst du runter? Okay. Mach langsam. So, jetzt kann ich schnell die Wäsche reinmachen. Hier ist es eingeschlafen. Habt ihr gesehen? Ich komm gleich. Ist so anhänglich. Mama kommt doch gleich. Ich nutze das halt, wenn er schläft und ich ihn ablegen kann, dann kann ich mit ihr kuscheln und dann darf ich mich nicht bewegen. Ich komme, Schatz. Ich mache jetzt mal so ein Porridge für mich und für Leni. Mit Blaubeeren und was haben wir? Banane. Super. Toll. Was? Den Honig machen wir auch rein, ja. Auch ja, du kannst machen. Dann dran machen. Es regnet. Die Erde wird nass. Er spielt in der Küche und wie es schläft noch, ne? Muss unbedingt dieses Teil hier waschen. Das hier. Ich habe ja Kaffee verschüttet, wie man sieht. Da sind überall Flecken. Wollte ich schon an dem Tag machen, aber... Das muss man aufschrauben und einen Schraubenzieher holen. Das sieht echt ekelhaft aus. Das muss ich heute unbedingt machen. Mal umdrehen. Warte mal, Leonie. Müssen wir mal umdrehen, das Ding. Warte. Guck. Hier muss man aufschrauben. Dann kann man das erst abziehen. Da sind nur Decken und Kissen drin. Ich brauche doch keinen Schraubenzieher, die dreht man auf. War doch nicht so Complication, seht ihr. Ja, die Ikea-Couch ist halt praktisch. Ich wollte ja eine zum Abziehen und zum Waschen, weil ich meine Familie kenne. Also nicht nur die Kleinen, sondern auch wir. Ihr seht ja, ich verschütte Kaffee, weil ich hängen bleibe am Becher. Und dem Roy ist auch schon ganz viel passiert. Letztens hat er ein Weinglas verschüttet, weil er mit seinem Fuß hingeblieben ist. Das ist so typisch bei uns. So, machen wir erstmal so. Die Teile mache ich weg, weil Leonie ist dann am Sortieren und Wegräumen. Dann sind die Teile weg. Mach die mal rüber. So dunkel geworden. Überall, dann hört ihr das?
Regnet jetzt richtig doll. Ich wollte mal gucken, was Leonie hier macht. Versteckst du dich? Guck mal, wie es regnet. Alles nass. Oh. Oh. Jetzt kommst du. Ich glaube, es hat geblitzt. Hat geblitzt. Schön. Luft. Echt? Nein, das ist das Wasser. Frische Luft, gell? Da freuen sich die Pflanzen. Was mir redet. Komm mal. Er hat übrigens Klamotten für mich bestellt. Die wollt ihr bestimmt sehen, oder? Ich habe mir zwei Sachen bestellt, die kamen gestern an. Ja, vorgestern kam das, was er bestellt hat, an. Kannst ja heute Abend mal anprobieren. Vorsicht, nicht so weit, dass du rausfällst. Windig, gell? Komm, geh wieder rein. Das muss man wieder reinmachen. So, guck mal, da hast du was zu tun. Warte, Mama, stellst du dir hier hin. So, kommst du besser ran. Zack, und jetzt halt hier. Und jetzt kannst du alles wieder rein. So lang die Kinder ruhig sind. Ich habe mal das kleine Kleid schon mal anprobiert, was der Roy für mich ausgesucht hat. Moment, Licht aus. Natürlich nicht mit diesem BH. Aber... sieht auch schön aus. Das andere zeige ich euch auch gleich mal. So, das sind noch zwei Kleider. Zeige ich euch ganz schnell. Dieses hier. Also das ist schon sehr kurz. Das war klar, dass er sowas aussucht. Naja, mit einer kurzen Hose geht es. Sehr kurz. Gott, ob ich mich traue, sowas anzuziehen. Übrigens von Hollister das Kleid. Aber hier sieht es schön aus. Ist auch schön weich. Und das letzte. Das ist, ich glaube, so Baumwollenstoff. Schulterfrei. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Das ist total unbequem. Das drückt nämlich hier. Drückt's. Und hier zieht's. Und ist auch bisschen kurz, finde ich. Obwohl, das kann man hier noch runterziehen. Aber das gefällt mir nicht so. Ich glaube, das kommt wieder zurück. Ich muss mal dem Roy zeigen, ob es ihm gefällt. Aber mir gefällt es gar nicht. Das wird zurückgeschickt. Ja, ich wollte sie gestern und vorgestern schon anprobieren und zeigen. Aber irgendwie war immer Rambazamba am Abend. Ja, ich lasse das mal alles hier, dass ich dem Roy alles zeigen kann. Und dann, also die zwei möchte ich auf jeden Fall behalten, die sind hübsch. Aber das ist nicht so mein Favorit. Ihr guckt eine Runde Peppa Pig. Ich habe jetzt den Wäscheständer ausgestellt. Gleich die Wäsche aufhängen. Ich brauche schon die nächste drin. Und mache die Scheibe mal hier sauber, weil das sieht sehr schrecklich aus. Das ist aber von außen. Dann die Spülmaschine. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit gewartet. Elias ist eingeschlafen, deswegen, ja, ich mal gucken, wie weit ich komme. Die Kinder kommen gleich von der Schule in 5 Minuten und Essen habe ich auch noch nicht gemacht. So, jetzt muss ich aber schnell. Ausgegangen. So, jetzt kann man wieder durchgucken. Super. So, die ganze Familie ist jetzt da. Und ich habe jetzt einfach alles, was ich da hatte, was ich gestern gekauft habe, an Gemüse rein. Und dazu gibt es Pennennudeln. Papa hängt Wäsche auf. Und Lukas und wir spielen Ball. Ja, so gut. 1- hat Sina bekommen. In ihrem GFS. Da Knoblauch reingeschnitten.
Mama, Geburtstag. Oh oh. Ich habe von mir eine Hülle gekriegt. Ja. Handyhülle. Eine Hose. Nein, so eine Glas. Guck mal die Schuhe. Papa hat Schuhe für den Kindergarten besorgt. Zeig mal. Die sind ja cool. Ich glaube, sie freut sich. Bist du damit schnell? Was da drauf? Okay, egal. Ich will damit rennen. Das riecht so lecker. Und das kommt dann auch noch rein. Keine Angst, wenn sie sich daneben legt, dass sie auf den Bauch fällt. Ach so, willst du auch was? Ist jemand da? Ja, Lukas. Wird sie schon beschwert? Zucchini, keine Karotte, keine Paprika, keine Erbse, jeder was anderes. Der Luke, der Elias kann schon Baba sagen, also sagt Baba, Baba, Baba. Baba. Ja, hat er vorhin gesagt. Freut sich. Sag mal Baba, Baba, Baba. Erzähl mal. Erzähl mal. Schämst dich, gell? Biermann! Elias! Luca hört auf seinen Namen. Was ist? Was willst du mir zeigen? Das ist super gemacht. Nicht spielen, essen. Komm, jetzt mal weiter vor. Wenig Soße. Laufen sollst du auch schon! Habt ihr diesen Test gesehen bei Burger King? Das ist doch einfach nur abartig, oder? Wir essen nie wieder bei Burger King. Ich hoffe, McDonald's wird auch kontrolliert. Ah, wusch! Ich glaub. Terras. Elias kriegt jetzt auch Obst. Versammlung in der Küche. Sabina fehlt noch. Fertig. So, das kommt jetzt in den Trockner, weil da sind Sachen drin. Von den Kleinen. Ich hoffe nur, dass das Teil für die Couch nicht kaputt geht im Trockner. Der Elias darf jetzt ein bisschen planschen hier. Das schläft doch besser. Oh. Müsste ich irgendwann reagieren? Ist doch kalt. Hier freust du dich? Planschen! Plansch voll gerne. Nur alle Kinder planschen gerne bei uns hier. Okay, freust du dich? Ja! Sieht schon dein Wasser. Elias macht die ganze Zeit seine Zunge raus. Ich glaube, er merkt seine Zähnchen oben. Die kommen nämlich jetzt. Die schimmern schon durch. Macht das schon den ganzen Tag. Guck mal. Ich glaube, die Leonie rennt hier noch rum. Sina geht jetzt gleich ins Training. Lass runtergehen. Nee, du bleibst jetzt oben. Papa wartet auf dich. Guck mal. Da. Papa wartet. Ich bin. Sina hatte den kleinen Grad und ich habe jetzt endlich mal das Bad geschafft, hier sauber zu machen. Und die Toilette habe ich auch gleich sauber gemacht. Wir kriegen morgen auch Besuch. Ich muss also morgen früh noch ein bisschen was putzen. Aufräumen, Handtücher wechseln und so weiter. Es ist so warm. Elias schläft. Ich habe mir gerade eine Waffel gegönnt. Wenn ihr beim Penny seid, ihr müsst unbedingt diese Waffeln mit Vanillegeschmack, mit Vanillefüllung probieren. Die schmecken so lecker, die machen süchtig. Jeder, der hier vorbeiläuft, schnappt sich eine. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 5 Stück. Muss ich mir jetzt gönnen. So, ich glaube, ich werde jetzt den Bezug dran machen, schnell. Und dann das Video schneiden. Genau, morgen habe ich viel zu tun, denn wie gesagt, ich kriege Besuch. Dann muss ich Sina an die Arbeit fahren und wieder abholen. Und gut, ich fahre sie und Roy holt sie ab, weil Roy arbeitet ja morgen. Und ja, wir haben viel zu quatschen morgen mit meiner Schwester. Auch, ja, ich will da jetzt nicht so viel verraten, auch was die Zukunft angeht. Ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Ja, ich hoffe nur Schönes. Mein Akku blinkt schon wieder.
das heißt, ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns übermorgen schon wieder. Genau. Tschüss.